So, ja, live, nein, nicht live, aufgezeichnet, aber mal wieder eine neue Aufnahmesession startet. Und wir haben viel vor. Nein, haben wir nicht. Wie immer haben wir nicht viel vor. Ich muss erstmal ein Schlückchen. So, das haben wir fertig. Knabberkram steht bereit. Mineralwasser steht bereit. Dahin, so. Und ich stehe bereit und da kann das jetzt losgehen, würde ich sagen. So, Häuschen bauen, Häuschen bauen, da irgendwo, hier irgendwo. Ach ja, hier, Wasser. Wasser sieht komisch aus. Wasser sieht sehr komisch aus. Und es bewegt sich so komisch. Und es sieht eigentlich überhaupt ziemlich hässlich aus. Ja, neue Mine-Test-Version. Neue Wasserbewegungsmechanik und der alte Trick mit dem Ausbalancieren, dass das hier irgendwie schön aussieht, den gibt es leider nicht mehr. Im Forum, wenn es dann mal funktioniert, gab es eine kleine Möglichkeit, wie man das Wasser dann doch wieder halbwegs vernünftig hinbekommt. Allerdings, nee, da müssen Dateien verändert werden, die zum Spiel selbst gehören. Und nee, 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 das bleibt alles erstmal unverändert. Dafür müssen wir jetzt erstmal mit dem hässlichen Wasser leben. Ich gucke mal, ob ich da irgendeine andere schöne Lösung für finde. Ansonsten, der Wald, der Wald, der Wald. Ich denke mal, wir können hier so ein paar Sachen einmal kurz durchgehen und wegholen, die dann sowieso nicht mehr wachsen. Wie hier unten zum Beispiel. Aber ansonsten ist es schön dicht geworden bisher, ne? So. Dahin. 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 Gucken wir mal, was passiert. Dann gehen wir einfach mal wieder zum Häuschen. Hier die Farm, da muss auch noch mal wieder was machen. Vielleicht machen wir es auch weiter auseinander, dass hier die anderen Bäume dann auch wachsen können. Aber erstmal lassen wir mal so, wie es ist. Soll uns nicht weiter stören. Wieso ist denn hier die Tür auf? So. Ja, Tür zu. So. Ja, hier ist auch noch alles beim Alten. Der Button ist neu. Das sieht so anders aus. Irgendwas ist anders hier. Ich hab doch keine Ahnung. Da machst du nur mal ein Update und alles ist komisch. Ja, hier unten. Ich will einfach nochmal zu meiner Tür gehen. Ich finde das zu toll. Da geht's wieder los. Tür auf, Tür zu. Es funktioniert auf jeden Fall noch. Das ist schön. Hier müssen wir weiterbauen irgendwann mal. Ah, da unten. Hier müssen wir auch mal eigentlich mal weitermachen. Aber mal was anderes. Ich habe ja schon ein paar Mal spekuliert von wegen irgendwie eine Mod für Homes, die mehrere Homes unterstützt. Dabei ist mir brennheiß eingefallen, du Idiot, du hast doch TravelNet installiert. Du kannst doch auch TravelNet-Boxen bauen. Und genau das machen wir jetzt, nachdem ich einmal sinnlos zum Haus gelaufen bin. ja, TravelNet, ne? Natürlich, klar. Dafür haben wir die Mod, ja. Und die TravelNet-Boxen ermöglichen genau das, dass man hier von Ort zu Ort springen kann. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal zwei und stellen einmal hier vielleicht hier unten hier in die Ecke unten eine rein. Kann man hier immer noch eine reinmachen, oder? Ja, guck mal, hier würde eine TravelNet-Box reinpassen. Ja, machen wir, ne? Dazu brauchen wir allerdings TravelNet. Dazu brauchen wir einen Meseblock, einen industriellen, den man aus industriellen Mesekristallen macht. Ich habe die Mod nicht nur übersetzt, ich habe sie komplett neu geschrieben, ne? Wird demnächst veröffentlicht. Ich teste die jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, wann wir sie raushauen. Wahrscheinlich bald, nach dieser Aufnahmesession oder so. Mal gucken. Jedenfalls, alle Rezepte, die irgendwie Mese benutzen, werden unterstützt. Das bedeutet, wir bauen jetzt eine TravelNet-Box und
bauen danach noch eine zweite. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Mesekristallpulver. Da, weißt du Bescheid. Und wir brauchen ein bisschen hiervon. Die Rezepte sind gleich geblieben. Ne? Die Mengen haben sich ein bisschen geändert, ne? Aber ansonsten ist es gleich geblieben. Und ich habe es ein bisschen vereinfacht zum Machen. Man kann das jetzt so machen. Wir machen sowieso irgendwann alles. Ne? Also von daher. So, und wenn man dann so hat, kann man das wieder wegtun. Und wo habe ich denn den Eimer? Den Eimer. Wieso habe ich denn... Ich habe doch mal mehr Eimer gehabt, oder? Ja. So. So wirklich super doll viel einfach macht es das natürlich nicht, aber wir haben nur noch einen Teil, was wir reintun müssen. Und wir haben dann hier eben den. Und dann kriegt man halt eben jetzt auch mit Wassertröpfchen drin. Oh. Ich habe vergessen, dass der Eimer... Ups! Dass der Eimer ja zurückgegeben werden muss. Ja, der Eimer, der ist jetzt weg, ne? Moment, haben wir gleich. Kleinen Moment. Das ist ja peinlich jetzt. Mal gut, dass ich es nochmal getestet habe vor dem Release, ne? So, da bin ich wieder da. Und damit ihr auch seht, dass meine Blödheit dann auch bestraft wird, mache ich mir jetzt einfach einen neuen Eimer. So, da ist auch das Ding, das ist neu. Das sieht so komisch aus. Ich bin verwirrt. Also, auf ein neues. Wie schon gesagt. Es hat sich tatsächlich nicht so viel verändert, aber das Machen ist ein bisschen einfacher. Auf So, Spannung steigt. Ah, guck mal, so. Jetzt ist der natürlich wieder leer, das heißt, man kommt natürlich nicht drum rum, das jedes Mal irgendwie neu zu machen, aber ich finde es so tatsächlich ein bisschen angenehmer. Ja. Vor allem, weil es jetzt den Schritt eben noch mehr gibt, dass man hier eben erst das trockene Pulver herstellt und das dann irgendwie nass macht mit dem Wasser und dann ist es gut. Ich glaube, so viel brauchen wir aktuell gar nicht. Trotzdem, voller Wassereimer ist immer gut zu haben. Jetzt haben wir wieder einen Eimer, der auch funktioniert. So. Da tun wir das trockene Pulver da mal wieder. Ja, man kann es nicht so super gut erkennen. Das ist aber okay. So. Jo, mit dem Pulver, wir müssen noch sowieso noch viel mehr. Wir müssen sowieso noch viel mehr hiervon machen, weil wir ja auch wieder Dinger brauchen. Form. Ich kam nicht auf den Wort. Pressform. Ne, wir müssen natürlich auch ein paar Pressformen machen, wo wir den Kristall dann wieder drin formen können. Da kommen wir natürlich nicht drum rum. Da hat sich auch nichts dran verändert. Also das ist alles beim Alten geblieben. Es ist eigentlich nur ein Schritt mehr dazugekommen. So. Guck hier. Pressform. Die passt so zu dem Originalkristall so ein bisschen. Ich bin nicht so super doll zufrieden damit. Ich bin am Überlegen, ob man irgendwie den Kristall, der kann ja auch verschiedene Formen haben, je Modpack, Texture Pack, ob ich den irgendwie als Vorlage nutzen kann für eben dann diese Form. Weil die Form, die ist jetzt manuell gemacht, da passt halt genau. Aber es gibt natürlich auch irgendwie Texturen, wo dann der Mesekristall eher so ein bisschen rundlicher aussieht. Das funktioniert dann natürlich nicht, ne, weil das sieht dann irgendwie merkwürdig aus. In dem Fall, gut, ne, ist es halt so. Brauchen wir so viel Eisen? Brauchen wir gar nicht. Wie viel haben wir jetzt? Wir kriegen ja immer 4 Stück davon. Ich weiß gar nicht, war das Rezept vorher, war das auch immer 4? Ich glaube, das waren auch immer schon 4, ne? Und die sind natürlich nach wie vor, wenn man die benutzt. Nein, so nicht. Wenn man die benutzt, sind die natürlich dann weg. Na, das ist klar. So, aber 5 Kristalle reichen nicht. Und man kriegt aus einer Form kriegt man ein Eisen wieder raus. Weil man ja je 4 Eisen auch 4 Formen kriegt. Also von daher ist das schon ganz fair. Und wir brauchen dann tatsächlich doch noch ein bisschen was davon. Oh, wir lassen es mal brennen. Bei der Gelegenheit, wir können vielleicht mal gucken,
paar Kartoffeln habe ich noch, aber ob wir mal wieder ein bisschen was ernten gehen. Also können wir hier mal gucken. Einfach mal einen Zaun geklettert, egal. Dass wir hier mal eine Runde Kartoffeln ernten. So. Irgendwann kümmern wir uns auch um diese Felder nochmal. Also jetzt momentan nicht. Aber langfristig natürlich dann schon wieder. Weil dafür haben wir sie ja. Und mit der Beleuchtung da drin, da wollten wir auch nochmal irgendwie machen. Das muss alles noch schöner werden. Ja, ansonsten läuft, ne? Ich habe übrigens wieder Klopapier kaufen können heute. Das ist ja momentan ein Trendthema Nummer 1. Aber was tut man nicht alles, ne? So. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch Klopapier? Ja. Wir wollten ja mehr User-Interaktion haben. Es hat ja letztes Mal schon so gut geklappt. Das machen wir wieder. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Ach, guck mal hier. Wir haben ja hier noch einen ganzen Eimer voll. Wollte ich gerade sagen. So, das ist gebrannt. Das heißt, wir schmeißen jetzt auch mal wieder ein bisschen Ofenkartoffel rein. Machen wir hier den 100er. Und dann machen wir hier ein paar Formen. Und dann passt das dann. So. Zack, zack, zack. Ja. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Das heißt, wir gehen nochmal wieder hoch an die unendliche Wasserquelle. Die übrigens, glaube ich, auch noch nicht vernünftig übersetzt wurde. Aber hey. Scheißegal. ja. Auch rausnehmen, ne? Ja. Ja. Wieder auffüllen. Wieder reintun. Wieder rausnehmen. Ach ne. So, wieder raus. Zack. Das machen wir jetzt den ganzen Tag lang. Haben ja sonst nichts zu tun. Wir sitzen ja alle so hart in Quarantäne und dürfen nicht raus. Ja. Quarantäne und so, ne? Da wird man dann so ein bisschen bekloppt irgendwann. Gerade, wenn man so tolle Nachbarn hat wie ich. Weil mein Nachbar, der ist ja schon ein eigenes Meme. Ah, herrlich. So. Einmal 7 Kristalle dazu. Guck mal, dann haben wir nämlich hier schon 14 Stück. Warum habe ich die jetzt so oben reingetan? Ja. Ja, genau. Zu meinem Nachbarn wollte ich noch sagen, der renoviert den ganzen Tag nur. seit 3 Wochen ist er am Renovieren. 3 Wochen lang. So, das kommt jetzt hier erstmal raus. Das dauert zu lang. Und dann tun wir das da rein. So. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ne? Das wird nicht mehr, habe ich das Gefühl. Die müssten doch eigentlich alle irgendwie 4 hoch werden. Ich würde sagen, wir bringen jetzt mal alle irgendwie auf eine Höhe. Was ist denn hier das? Das hier wäre die Höhe, ne? Ja. Dann haben wir nämlich gleich schön so einen ganzen Block an Kaktus. Ich bin mal gespannt, ob da noch wieder was hochwächst. Oh, guck mal, 14 Stück haben wir jetzt noch. Wenn jetzt hier noch irgendwas... Ich wollte gerade sagen. Sind die jetzt alle irgendwie gleichmäßig? Nee, das ist doch alles irgendwie... Immer mit dem... Guck mal hier, ne? Hier ist falsch. Wie wachsen die denn im Original? Im Original wachsen die mit den Zipfel nach oben. So ist nämlich falsch. Die müssen so rumwachsen. Also eigentlich ja mit dem Zipfel nach unten dann. Ich glaube, wir müssen diese Zipfel nach oben Dinger mal alle irgendwie umdrehen. Ja. Alle so rumgesetzt, ne? Alle mit dem Zipfel nach oben hier. Oh, der wäre richtig gewesen.
Nee. Ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie man den untersten setzt, ne? Ach komm, wir lassen das, das ist scheißegal. Wir machen das jetzt hier wieder zu, wir wollen es ja nicht übertreiben. Scheißegal, scheißegal. Der ist aber gerade irgendwie. Ja. Ich wollte ja auch nur die Zeit überbrücken, bis wir die Kristalle gebrannt haben. Ja. Hui. Mal 7. 8. So einen brauchen wir noch. Das nervt. Das soll weg. Ich will das nicht. So, komm. Dankeschön. So, jetzt machen wir nämlich mal hier schöne Travel Networks. Und das schmeißen wir einfach mal hier in die Ökokrankkiste. Nee, es muss ja eigentlich Ackerbau sein. Noch haben wir eine Ackerbaukiste gemacht irgendwann mal, ja, ne? Guck mal hier, ne? Da haben wir eine Ackerbaukiste. Die guten Kakteen vom Acker. Ey, mach dich vom Acker, Junge. So, da haben wir schon die Ackerkakteen. Schade, da kriegt man kein normales Glas mehr raus. Haben wir denn Glas? Nee, wir haben auch kein Glas mehr. Das heißt, wir müssen auch nochmal wieder ein bisschen Glas machen. Bist du immer noch nicht tätig hier? Das dauert mir zu lange. Ich will erstmal Glas machen. Dauert auch so lange. Ach, guck mal hier, Kohle, 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 Kohle ist alle, Junge. Kohle auffüllen hier. Keine Kohle mehr. Sand und Glas, Ton, Erde, Kies, Steinzeug. Kohle ist auch Stein, oder? Hier Steinkohle und so, ne? Oh, Junge, keine Kohle mehr. Ich dreh durch. Oder habe ich nur wieder welche übersehen? Guck mal hier, ich habe nur übersehen. Sehr gut. Sonst wäre ich jetzt erstmal wieder losgelaufen und erstmal Kohle geholt. So, komm hier rein. Kurz mal abwarten. So. Brauchen wir 6, ne? So, Junge, und jetzt machen wir TravelNet. Pass mal auf hier. Zack, zack. Zack, zack. Doch, Idiot. Idiot, du musst doch noch einen Mesekristall bauen. Einen Meseblock bauen. Industrieller Meseblock. Man kann die auch übrigens wieder zurückverwandeln. Ne? Weißt du Bescheid, aber du kriegst halt keine normalen Mesekristalle mehr draus. So, ein oben, ein unten. Einmal Linksglas, einmal Rechtsglas. Ah, TravelNet! So. Die bringen wir jetzt. Ah, ich überlege gerade, vielleicht kann man es auch hier oben irgendwo anbringen, ne? Guck mal, hier haben wir so viel Platz. So ungenutzt, ohne alles. Oder hier, ne? Hier ist auch. Ne. Da kommt zu. Oder hier unten in der. Nee, weil die ja eckig. Oder hier in dem. Nee, wir bringen sie da an. Na, egal, das ist schon okay. Dann wird dieser Raum hier unten auch endlich mal für irgendwas genutzt. So. Nee, so nicht. Nein, nun, du sollst das abreißen. Du sollst das abreißen, habe ich gesagt. Bist du besoffen oder du sollst das abreißen? Wieso kriegt man die denn hin? Ich. Oder muss man die abreißen von da, wo man nicht drankommt? Wie kriegt man denn TravelNet wieder abgerissen? Das ist doch scheiße. Oh. Leck mich fett an den Eiern, Junge. So. Dann haben wir nämlich die Seite hier schon mal wieder schön. So. Und an der anderen Seite müssen wir das auch noch machen. Da müssen wir mal eben Steinstein holen.
Die guten Steinsteine, Junge. Pass mal auf hier. Steinzeug. Boah, 96. Boah, das lohnt sich ja richtig. Boah, der Ding. Es ist halt nicht alles doof, ne? So. Da hauen wir sie hier wieder ran. Zack, und schon ist er fertig. Jetzt kann man sie nämlich bearbeiten. Name von dieser Station. Ach, hier oben könnte man sie übrigens wieder entfernen. Ach, sehr gut. Ich dreh durch. Haupthaus. Nee, Herrenhaus. Oder wollen wir mal Herrenhaus machen da. Herrenhaus. Durchgang. Unten. So. Netzwerk. Wisst ihr was? Ich bin gleich wieder da. Kleinen Augenblick. Und dann, bis dahin werde ich mir hoffentlich einen Netzwerknamen ausgedacht haben. Moment. So, da bin ich wieder da. Ja. Mir ist kein toller Name eingefallen, deswegen würde ich sagen, wir lassen den Namen einfach so, wie er ist. Das macht auch das jetzt neue Travel-Netboxen einfacher. Da ich mir keinen Namen merken muss. Einfach nett eins. Und bei lassen wir auch frei, weil ich keine Ahnung habe, ich weiß nicht, was ich tue. Kann man hier über Hilfe? Nö. Also Hilfe gibt's nicht. So. Herrenhaus. Durchgang unten. Und bei lassen wir dann frei. Wie gesagt, so speichern. Zack. Herrenhaus Durchgang unten. Ja, läuft. So. Travelnet ist gesetzt. Jetzt müssen wir noch eine Box machen, weil wir ja auch auf der anderen Seite eine Box haben müssen, weil wir sonst nicht hinkommen. Das bedeutet, wir machen das ganze Spielchen jetzt nochmal. So, drei habe ich noch, das heißt, sechs brauchen wir noch. So, fünf, oh, vier noch. Ach komm, wir machen sie einfach alle, dann sind wir durch damit. So. Das hier unten, das hier hin, das oben rein, das raus, das hin. Das war ein bisschen weit weg. So. So, drei noch. Ich bin der Meinung, das ging mal. Aber die Idee, die hatte ich ja letztes Mal auch schon gehabt und ich bin einfach nicht drauf gekommen. So, und den einmal wieder voll machen. Einmal voll machen, Junge. Gut. Dann, so. Fünf. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Rein damit. Und ich schmeiß den Eimer wieder hin. Da kommt der hier hinten in der Eimer. Und das Ding kommt, Mese und Technik, das kommt hier wieder rein. Und ich kann mir den ganzen Kram hier auch mal reinstellen jetzt, oder? Was haben wir denn hier unten? Coal Dust. Ach, guck mal hier. Das ist doch... Wir müssen noch Coal Dust zurückzahlen. Da war ja was. Ich erinnere mich. So, guck mal, dann haben wir nämlich hier den ganzen Kram so ein bisschen hinsortiert. Läuft. Oh, das brennt genüsslich vor sich hin. Ich hatte noch Glas, genau.
Keine Möbel. Steinzeug. Na, wir behalten es mal. So, können den Kies hier mal reintun. Den können die Erde mal wegtun. Den Kobbel können wir mal in die Kiste schmeißen. Den wertvollen, wovon wir ja so wenig nur haben. Stöcker brauchen wir auch gerade nicht. Kennt ihr das, wenn ihr Klopapier kauft und das einzige Klopapier, was es im Laden gibt, sind eine Handvoll Pakete Luxusklopapier? Und das Klopapier, das hat laut Beschreibung einen frischen Sommerduft. Wisst ihr, wie eklig das ist, wenn die ganze Bude chemisch, süßlich, ekelhaft stinkt? Bah! Boah! Und das zieht die ganze Zeit hier hoch irgendwie. Boah, es ist so widerlich. Ich hoffe, das dünstet noch aus und ist dann vorbei und dann muss ich es nicht mehr ertragen. Aber immerhin, ich brauche keinen Waschlappen mehr nach dem Stuhlgang. Das ist ganz schön. Too much information. Ja, harte Zeiten, ne? Ich sag's euch. Warum laufe ich denn hier hoch? Ich muss runterlaufen. So, hier wollte ich hin. Kommt das nämlich? Nee, ich bin auch ein Idiot. So, wir schmeißen jetzt auf jeden Fall mal hier den 100er hier rein und dann lassen wir den einfach mal drin. Dann brauchen wir wieder doch nochmal Glas. Dann brauchen wir das hier, na doch, 6. Nee, 6 brauchen wir nicht. Wir brauchen da nur 2 von. So. Hier ist noch Lead und... Naja, gut. Ein bisschen was haben wir hier noch. Und dann machen wir nämlich erstmal schön einen Meseblock. So. Jo, so. Und dann haben wir nämlich unsere zweite Travel-Netbox. Zack, bam, Junge. Jetzt probieren wir doch mal aus, ob das tatsächlich... Ja, sehr schön. Da muss er auch erstmal drauf kommen, ne? Jo. Jetzt gehen wir rüber ins Häusle. Ach, dieses hässliche Wasser, ne? Ich kriege ein zu viel. Weil diese komische Wellenbewegung, also wenn man es nicht so macht, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht, sondern wenn man irgendwie das anders konfiguriert, dann macht das so Wellenbewegungen, das Wasser. Und das sieht total merkwürdig aus. Überhaupt nicht gut. Ja, das sieht jetzt auch nicht gut aus, aber diese Wellenbewegung, das ist ja... Oh, die sah vorher schon nicht gut aus. Oh, hier ist irgendwas gestorben. Herbungel. Oder hat irgendeine Katze irgendwas ausgekotzt? Kann man da irgendwas mit machen? Oh, das ist so lucky irgendwas. Das ist ja cool. Sehr schön. Zack. Du wächst doch auch nicht. Und hier hinten der ist jetzt... Guck mal, die sind jetzt gewachsen. Das ist schön. Stimme. Huhn, genau da will ich hin. Danke. Naja, eigentlich wollte ich genau dahin zwischen die, aber... Gut. Dahin. So. Hüpfle, 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 hüpfle. So. Gucken wir mal, wo wir die gleich hin tun. Weil es soll natürlich nur übergangsweise sein. Also das Ziel ist natürlich, oder die eigentliche Idee ist ja dann, dass hier ein Weg ist und man dann irgendwie von Haus zu Haus mit dem Weg gehen kann. Aber so TravelNet-mäßig ist natürlich dann einfach. Man kann sie oben vielleicht irgendwo hinstellen, oder? Guck mal, hier haben wir auch noch. Oh ne, das wäre ein bisschen sehr weit weg. Was? Oder hier? Er passt halt nirgendwo so richtig, ne? Oder hier irgendwo im Keller. Wir können sie natürlich auch hier hinten irgendwo hinbauen. Hier drin? Hier unten irgendwo?
Oder hier in der Ecke? Oder hier? Hier hinter war doch nichts, ne? Ach doch, hier war die Luft. Ich glaube, wir stellen sie. Hier rein. Ja, ich glaube, das ist okay. So, weil hier steht nämlich auch gleich nicht 1, von daher passt das dann schon. So, Holzfäller. Hütte. Naja, gut, es ist ja nicht wirklich eine Holzfällerhütte, ne? Aber. So, safe. Na, ja, guck mal, jetzt kommt man hier durchgang und. Ah! Gemoved. Und. Erklärte Punch to Update. Pam. Hotelette? Das klingt ja komisch. Herrenhaus. Ja, guck mal. So ist schön, so ist schön. Das gefällt mir. Kann vielleicht noch eine Tür davor machen oder so, dass sie. Gab's doch auch so eine Tür, ne? TravelNet, aber ich glaube, die funktionierte nicht so richtig. Achso, es ist tatsächlich ein anderes Material. Nee, wir lassen das mal offen. Ja, wir lassen das mal offen. Yay, wir haben eine Holzfällerhütte und wir haben ein Herrenhaus und wir können hin und her teleporten, so oft wir wollen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, auch wenn die Sachen jetzt hier im Keller sind. Tür zu. So. Ja, das ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Gut, dann haben wir eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte. Wir gucken mal hier eben nach, was hier passiert ist. Naja, fast, ne? So, hier ist. Ja, hier ist schön gewachsen. Wieder nicht. So. Bin ich hier drauf und es bringt mir überhaupt nichts. Ja, ob dann hier noch irgendwas wächst. Die wachsen alle mit dem Ding nach oben. Gut, dann ist zumindest die obere Reihe. Da ist zumindest die obere Reihe in Ordnung. Das ist auch schön. Ja, dann. Keine Ahnung. Mal Feierabend machen, oder? Ich wäre jetzt durch soweit. Ich glaube, wir machen mal Feierabend. Jetzt haben wir echt irgendwie. Naja, gut, ein bisschen was schneide ich heraus. So zwei, drei Sachen. Dann haben wir jetzt eine Folge, eine Aufnahmesession, eine Folge. Das passt da wunderbar. Dann gönne ich mir nochmal ein Schlückchen. Und dann würde ich sagen, das war's für diese Aufnahmesession. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö.